Die Sanierungsarbeiten an der Kirche zu Pistorf sind abgeschlossen. Nach etwa viermonatiger Vorbereitung wurde am Mittwoch die Kirchturmspitze auf den knapp 35 Meter hohen Turm gesetzt. Der wichtigste Mann an diesem Tag war der Kranfahrer Siegfried Prieskorn. Nachdem er seinen Kran für dieses besondere Ereignis vorbereitet hatte, wurde die Kirchturmspitze angehängt. Heute wird hier die historische Turmhaube der Kirche in Pistorf wieder aufgesetzt. Die ist 1972 verloren gegangen, musste abgebrochen werden. Und über die Jahre hatte die Kirche nur eine Noteindeckung. Und diese Eindeckung ist jetzt abgenommen worden Ende August und durch diese neue Turmhaube ersetzt worden. In historischer Form, der alten Form nachempfunden und wieder neu aufgebaut. Die Spitze war aufgesetzt, doch es fehlte noch etwas. Kranfahrer Siegfried Prieskorn zog zwei Arbeiter mit einem Montagekorb zusammen mit der Wetterfahne hinauf. Der Dachdecker und Zimmerermeister Andreas Berger und sein Kollege Kai Lieberenz hatten die Aufgabe, die Wetterfahne auf dem Wahrzeichen von Pistorf zu platzieren. Mit der erfolgreich platzierten Fahne hat die gesamte Sanierung etwa 113.000 Euro gekostet.